Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video dreht sich alles um das Spiel Kena Bridge of Spirits. Das Spiel wurde vorgestellt beim PlayStation 5 Event und ich habe jetzt ein paar Informationen für euch zum Spiel, zur Story, aber auch zum Gameplay. Und ich werde dann auch nochmal zu einigen Dingen auch meine eigene Meinung zum Spiel mit reinbringen, aber wir fangen erstmal an mit ein paar Informationen. Wir spielen im Spiel Kena, eine junge Geisterführerin, und mit ihr reisen wir in ein verlassenes Dorf, um Geheimnisse einer untergegangenen Gemeinschaft aufzudecken. Und das hört sich schon mal sehr interessant an, ja? Was ist mit dieser Gemeinschaft passiert, ja? Wer den Trailer gesehen hat, das empfehle ich euch auch im Übrigen, schaut euch den Trailer an. Hat ja auch gesehen, man kämpft ja auch in diesem Spiel. Haben diese Feinde da vielleicht was gemacht mit der Gemeinschaft dort? Ja, also das klingt schon mal recht interessant. Und was man natürlich auch direkt im Trailer gesehen hat, waren diese kleinen niedlichen Geisterwesen, also diese kleinen Fellfreunde, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja. Die machen auch wichtige Sachen im Spiel, ja, also die sind zum einen ein Begleiter von einem, aber die helfen einem auch bei einigen Dingen. Sie sind aber auch schüchtern und sie sind wichtig für das Gleichgewicht. Sie zersetzen tote und verrottete Elemente. Wie das gemeint ist, kann ich mir noch nicht ganz so vorstellen. Ich habe da ungefähr eine kleine Vorstellung, aber ob das passiert, weiß ich nicht. Ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die vielleicht als Beispiel, man kommt wo nicht lang, dann zersetzen die vielleicht einen toten Baum, also einen Baum, der komplett kaputt ist, so damit der Weg dann frei ist für einen. Ich weiß nicht, sowas könnte ich mir vorstellen. Ansonsten sehen wir ja auch, die tragen in dem Trailer auch so einen Steinklotz, so eine Steinstatue. Ja, also bin ich auch sehr gespannt drauf. Und was natürlich einige von euch auch interessieren wird, wann kommt das Spiel denn raus? Ja, das Spiel erscheint noch dieses Jahr voraussichtlich. Es soll dieses Jahr noch rauskommen. Und zwar für PlayStation 5 und PlayStation 4. Eine PC-Version ist auch geplant für den Epic Games Store. Die soll aber später erst noch folgen. Und im Spiel werden wir auch einen Stab haben. Diesen Stab werden wir auch verwandeln können zu einem Bogen, also zu einer Fernkampfwaffe. Und das grundlegende Gameplay besteht aus Erkunden und Kämpfen. Ja, also ich muss ganz klar sagen, das Spiel interessiert mich sehr. Ja, ich werde mir das auch definitiv holen. Diese kleinen Gameplay-Ausschnitte vom Trailer, schaut euch den Trailer unbedingt mal an, haben mir schon richtig gut gefallen. Und ja, ich freue mich auf das Spiel. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Wie fandet ihr den Trailer und so weiter? Und freut ihr euch auf das Spiel? Holt ihr es euch vielleicht auch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne einen Kommentar und lasst auch gerne ein Abo da. In den nächsten Tagen werden auch noch weitere Videos kommen zu Spielen, die frisch angekündigt worden sind. Nicht nur vom PlayStation 5 Event, auch so bei anderen Events, aber auch Spiele, die einfach so zufällig angekündigt worden sind. Ich werde sowas jetzt öfter machen auf meinem Kanal. Das war es an der Stelle mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüssi.